Halt mal deine Rolex. Okay. Ja, ist ein bisschen Fußstil. Traust du dich zu laufen, wenn es nicht so hoch ist? It's me! Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices Kamera. Und was wir geht, Leute? Sind heute nicht in Deutschland, auch nicht irgendwo. Okay, doch, wir sind in Holland. Ja. Surprise, Maurice! Ich habe Maurice überrascht, er hat nämlich Geburtstag. Happy Birthday to you! Der Eingang ist immer mega beautiful. Ich würde sagen, wir lassen unsere Sachen erstmal im Kofferraum und dann checken wir erstmal ein und dann holen wir alles, oder? Geh mal. Tschüssi. Wir sind jetzt gerade erstmal in der Lobby. Die ist schon einfach mega schön. Eigentlich würde es mir reichen, hier zu wohnen in der Lobby. Wir brauchen das Zimmer gar nicht. Ich werde einfach den ganzen Hotelaufenthalt, glaube ich, hier verbringen. Es ist so gemütlich. Oh mein Gott. Die Wand ist einfach aus Polster. Also lasst uns einchecken. Das ist der schönste Fahrstuhl, in dem ich je war. Okay, also wir sind auf jeden Fall auf Etage 3. Das kann man nur, wenn man super strong und Power hat, ja, so wie ich immer trainieren geht. Das ist unser Schlafgemach. Also, okay, bist du ready? Bist du ready? Okay. Okay, jetzt hab ich's. OMG. Ey, wie geil sieht das aus, Mann. Oh mein Gott, das Bett ist so geil. Okay, ich kann nicht einfach. Oh, das ist wie geil. Oh, wir haben sogar einen Balkon. Alter, wie krass. Ich komm nicht klar, was? Wie geil. Das Wetter ist jetzt nicht so Bombe, aber wie krank, Mann. Happy Birthday. Dankeschön, mein Schatz. Das Badezimmer. Ich muss einmal schnell ins Bad. Oh, Jesus Christ. Das müssen wir als Highlight aufbewahren für nachher. Das zeigen wir nachher erst. Oh, ey, das ist ja so krank. Ha. Oh, die haben sogar einen Riesentopf Schokopops uns hier angereichert. Haben wir noch ein bisschen Milch? Ich liebe Nesquik. Okay, ich glaube, das Erste, was wir machen, ist einfach ein bisschen in diesem Bett schlafen. Oh Gott, niemals. Maurice will ja nie mit mir kuscheln, aber jetzt kann ich einfach das nehmen. Oh mein Gott, das ist so schön. Ja, gerade ein paar Beauty Shots gesehen. Also wirklich, ist es so nice hier und wir können sogar erstmal Heizung anmachen, oder? Okay, mal auf damit. Oh, 22 Grad. Stellen wir mal auf 30. Wir haben hier sogar eine fancy Coffee Machine. Ich würde sagen, Alter, ist aber schlecht für die Umwelt, ne? Hier diese Plastikkapseln. Möchten Sie einen Kaffee oder einen Tee genießen auf Ihrer Zunge? Einen Tee. Ein Tee? Ja, nee, einen Kaffee. Ich nehme einen Kaffee. Also, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja. Nee, du musst noch ein paar Mal öfter drücken können. Kaffeemaschine ist ja auch mit einer Wasserleitung verbunden. Da kommt, das zieht gleich Wasser aus der Erde raus. Und dann wird der Tank da hinten voll. Der Wassertank ist jetzt auf jeden Fall gefüllt. Jetzt kann die Kaffeeparty losgehen. Warst du schon mal auf einer Kaffeeparty? Nein. Wieso trinken Menschen auch Kaffee, Mann? And now it's blinking and now we can press the button. It's always coffee time. Oder ich muss beide auf einmal drücken. Du hast noch nie Kaffee gemacht, ne? Nein. Vielleicht musst du es erstmal aufheizen. So lange können wir eigentlich im Bett stehen, oder? Ey, das riecht. Also, ich mag ja Kaffee eigentlich gar nicht, aber irgendwie riecht es gut. Hier habe ich Ihnen einen frischen Kaffee gekocht. Ah. Dankeschön. It's very hot, I know, it's just like me. Das bist du ja gewohnt. So, bevor wir das Hotel weiter erkunden, der Tag ist ja noch früh, 16.30 Uhr. Halt mal deine Rolex. Warte, okay. Oh, Schlangenleder, oder? Nee, echtes Leopardenfell Rolex. Raten Sie ein. Hier, das müssen wir uns nachher auf jeden Fall noch angucken, ne? 12 davor, Fitness, Wellness, Pool. Pool. Das machen wir, oder? Ey, sowas von, das wäre so geil, Alter. Das wäre so halal, wow. Aber bevor wir das alles erkunden, bevor dieser Luxuspart kommt, sag ich mal, gehen wir jetzt erstmal noch in die Stadt. Wir haben ein bisschen Hunger, wollen so ein bisschen
Achso, du siehst dich in der Brille. Ah, gecheckt. Ja, fahr jetzt erstmal in die Stadt oder gehen wahrscheinlich eher und dann sehen wir weiter. Hey Leute, es ist so schlimm, mit Kim irgendwie am Straßenverkehr teilzunehmen. Ey, mach mal so ein Video, wo meine Hände hier so lang fließen. Deine Hände? Ja. Ist das eine schöne Szene? Mindestens so genauso schön wie Miyagi. Ja, auf jeden Fall, Straßenverkehr und ich, das sind so zwei Sachen, sind nicht so kompatibel. Ja, so gut, was ist das für eine nervige Ampel? Eine sehr schöne athletische Übung. Oh, du siehst richtig glücklich aus. Ich bin auch sehr glücklich. That's just also, because of me. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir zu diesem Riesengebäude da hinten, weil sich da nämlich die Stadt befindet. Das sind mindestens noch 30 Kilometer. Ja, ist ein bisschen Fußweg. Ist ein bisschen Fußweg, aber es ist wunderschönes Wetter und das kann man mal machen. Es ist sehr spannend hier. Hier kann man sogar Zebras in ihrem freien Umfeld erleben. Wir müssen uns mal ganz leise ran. Man kann sie sogar streicheln, ohne dass sie wegrennen. Vorsicht, die beißen manchmal. Wir sind, ich bin gerade fast hingefallen. Wir sind in der City angekommen. Es ist sogar mega belebt dafür, dass Sonntag ist. Ich sehe schon was für dich. Was denn? Traust du dich zu laufen, wenn es nicht so hoch ist? Ja. Dann also los. Einfach einmal durchlaufen. Ja. Dann nehmen wir mal mein Taschen. Okay. Also beeil dich, ne? Lauf schnell. Aber durch die Strahlen, ne? Ja. Das ist übel viel Wasser, ne? Jetzt. Ja. Oh, sie läuft einfach durch. Es war voll windig gerade. Nein, oh nein. Das ist genau dieselbe Hose. Ey, es kam gerade richtiger Seitenwind und dann ist einfach... Was machen wir jetzt? Warum machst du das auch immer? Was denn? Du musst dich nicht mal dazu überreden, du hast schon Spaß daran, oder? Ja, shit, jetzt meine ganze Hose nass. Es ist noch nasser, als es im Phantasialand war. Aber gut, dass wir sonntags die Geschäfte geöffnet haben. Deswegen holen wir mir kurz eine Hose. Ist das okay? Ja. Dankeschön. Oh Mann, Luis! Er ist doch gar nicht so nass. Hä? Ja, dann lass mal Hose tauschen, ne? Nee. Hier sieht schon mal mega geil aus, also voll groß und voll schön. So, Kim hat jetzt eine neue Hose bekommen. 12 Euro, Schnäppchen! Ah, die sieht echt cool aus. Dankeschön. Oh, die ist auch richtig warm, ich fühle mich halt richtig wohl. Das Ding ist, ich muss jetzt schon wieder auf die Toilette, weil immer wenn mal etwas Kaltes mein Uterus berührt, also mein Vaginal, also mein Intimbereich, da muss ich immer gleich aufs Klo, weil ich immer Blasenentzündung bekomme. Wir suchen uns jetzt erstmal was zu essen, also irgendeinen Ort, wo wir uns schön draußen hinsetzen können und was tun können. Und wir nehmen euch mit. Food Diary. What I eat in a day. Und die Stadt hat ja sonst heute nicht geöffnet, deswegen gehen wir danach wieder ins Hotel und dann checken wir mal den Pool ab, oder? Ja. Ey, darauf bin ich so gespannt, wirklich. Oh mein Gott. Ich war ja auf jeden Fall schon mal in dem Hotel. Ich weiß auch schon, wie der Pool aussieht und es ist richtig, 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 richtig geil. Wie? Stößchen, ne, Maurice? Dankeschön. Wir haben uns jetzt hier was zu essen geholt. Oh mein Gott, das ist voll wenig, Maurice. Ja. Kostet ja auch nur 5 Euro. Ja, okay. Das ist so ein Dürüm, aber so mit Fleisch. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall essen wir das jetzt. Ich hoffe, das passt mit einem Happen in meinem Mund. Wenn wir das gegessen haben, gehen wir ins Hotel. Und dann beginnt der Luxus-Trip. Jetzt kommt der spannende Teil des Videos. So, wir schleichen uns jetzt zum Pool. Wir müssen jetzt ganz nach oben fahren. Das ist das 378. Stockwerk, Maurice. Ich habe einfach meine Badedings vergessen. Oh, ich habe vorher Maurice sogar noch gesagt, pack dir unbedingt Badelatschen ein. Aber man muss ja nicht auf mich hören. Dann bekommst du jetzt halt Fußpilz. Oh, Leute, guckt euch diesen geilen Fitnessraum an. Wenn man hier so läuft, boah, so ein chilliger Ausblick. Kim, nein, nicht verletzen. Nicht in diesem Badelatschen. Kim, nicht. Okay, Ralf, komm jetzt runter. Kim, du legst dich gleich hin. Hier ist der Pool, Leute. Durch die geile Aussicht auch, mit so einer geilen Aussicht. Oh mein Gott, wir müssen da jetzt sofort hin. Boah, so Premium. Ich komme nicht klar. Oh mein Gott, das ist so geil. Und hier kann man so richtig geil schwimmen. Peace, Leute, und wieder herzlich willkommen zu einem Video. Ich ersticke gleich. Ey, Kim, du siehst so lustig aus, ne? Du siehst so aus, als wärst du übel klein und würdest nur aus Beinen bestehen. Streck mal deine Arme raus, ganz leicht. Mach mal deine Arme neben deinen Körper. Das sieht so witzig aus. Boah, hier sind noch Saunen, Leute. So heftig. Welcome to my loft, ey, wenn man so wohnen würde. Ey, wie geil kann man hier... Das sind solche sogar Wassermöbel, ne? Da kann man schon mal chillen, ne? Wie geil ist das gerade mit der Sonne hier? So geil.
Oh, guckt euch die ganzen Häuser an, wie geil das aussieht. Willst du eigentlich mal meine Orangen sehen? Nein. Nicht nur dieser Teil ist übel krass, Leute. Auch in unserem Zimmer ist das Bad einfach richtig, richtig heftig. Aber das zeigen wir euch jetzt. Und welcome to the Badezimmer. Ja, das ist so krass. Ich war noch nie in so einem richtig geilen Hotel. Wirklich, das ist so heftig. In der Welt. Das ist wirklich krass, oder? Ich gehe jetzt 30 Mal duschen. Und das Geile ist, dieser Spiegel hier, perfekt zum Make-up. Kann man so richtig da so alle Pickel sehen. Ja, ich finde, dass ich jetzt zwischen euren Zähnen. Ich könnte hier mein ganzes Leben drin verbringen. Wollen wir einen Tag 24 Nein. Stunden im Bett challenge? Nein. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das schon richtig krass. Luxus so, ne? Auf jeden Fall. Also, ja. Bin ich offen und ehrlich, ne? Also es ist auch richtig heftig. Also diese Pool-Area, da komme ich nicht klar. Und wenn ihr auf diesem Bett liegen würdet, ne? Euer Rücken wie auf einen Wolke drauf. Ja. Wart ihr schon mal in so einem richtig nice Hotel? Und wenn ja, dann write das in die Kommentare. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ach ja, Kommentar. Grüße gehen natürlich auch noch raus an Gamer King Bro. Er hat geschrieben, ihr seid die Besten. Ich gucke jeden Tag ein Video. Wenn ich schlafen muss, gucke ich immer heimlich deine Videos. Sowas hätte ich auch gemacht. Ich habe auch immer so heimlich geguckt und so heimlich gelesen. Ja, Mann. Deswegen, Gruß an dich und das war's von uns auch schon, oder? Ja. Kim, jetzt laber nicht so viel. Sag einfach abonniert. Du laufst schon die ganze Zeit hier rum. Abonniert auf jeden Fall diesen Channel und dann sehen wir uns. Abonniert auf jeden Fall diesen Channel und dann sehen wir uns morgen bei.